Ja, dann guten Abend zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer Oliver Glasner und Niko Kovac. Oliver, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, hallo an euch alle. Ich denke, dass es ein gerechtes Resultat ist dann am Ende. Beide Mannschaften haben heute sehr viel investiert und sich auch diesen Punkt verdient. Schnelle Führung für Wolfsburg, dann eine super Reaktion von uns, wo wir wirklich sehr drückend waren, zwei Tore erzielt haben. Dann ja, hat Wolfsburg das Spiel wieder eher in unsere Hälfte verlagert mit dem Ausgleich zur Halbzeit. Ja, war es wieder pari und zweite Halbzeit war dann so ein, ja, denke ich, hatten wir eigentlich gefühlt relativ viel Kontrolle, ohne die Riesenchancen zu haben. Natürlich ein Tor erzielt, das ganz knapp abseits war. Und trotzdem auch Wolfsburg dann immer wieder gefährlich. Einmal eine tolle Parade von Kevin und hinten raus hatten wir wieder das Spiel oder die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Deswegen denke ich, dass das Resultat für beide Mannschaften heute verdient ist. Und ich kann mit diesem Resultat auch sehr gut leben, weil ich weiß, dass Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft ist und es hier richtig schwierig ist, ja, zu punkten, auch zwei Tore zu erzielen. Und das haben wir heute sehr gut gemacht und ja, bin völlig im Reinen mit dem Ergebnis heute. Danke. Vielen Dank, Oliver. Dann darf ich an dich übergeben, Niko. Ja, ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften. Es war, wie Olli gesagt hat, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen mit dem ersten Tor, haben genau das umgesetzt, was wir wollten. Was mich dann nicht gefreut hat, war die Tatsache, dass wir dann reagiert haben, zu passiv waren. Wir haben dann der Eintracht das Heft in die Hand gedrückt und sie haben uns dann schon bis zum 2-1 dann auch gar nicht rausgelassen. Zwangsläufig kassierst du zwei Tore aus einer Flanke, die wir nicht gut verteidigen. Aber dann die Reaktion der Mannschaft nach dem 1-2 war wieder sehr gut. Wir schießen nicht nur das Tor, sondern wir haben auch mit Omar und auch mit Yannick nochmal zwei richtig gute Chancen, die wir nicht verwertet haben. Zweite Halbzeit Abnutzungskampf. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Eintracht mehr den Ball in ihren Reihen hatte, aber jetzt nicht so gefährlich war wie wir. Ich fand, wir hatten schon richtig gute Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. Unterm Strich kann ich mit dem Ergebnis auch gut leben, müssen wir leben. Und schließlich haben wir heute gegen einen Champions-League-Teilnehmer gespielt. Und die Mannschaft hat gesehen, dass wir gut mitgehalten haben, nur wir müssen schon auch die Chancen, die wir hatten, vielleicht nutzen, um solche Spiele zu gewinnen. Arbeiten wir dran, aber trotzdem bin ich zufrieden. Vielen Dank, Niko. Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen für die Fragen an die beiden Trainer. Ulrike Sickenberger von der Bild-Zeitung. Hallo zusammen. Wie haben Sie die Szene in der dritten Minute gesehen, als der Schiedsrichter unterbrochen hat? Wem ist überhaupt was aufgefallen, dass das Tor zu hoch war? Adlerauge Michael Angerschmidt hat das entdeckt. Er dachte zuerst noch, es ist eine optische Täuschung mit der Bande. Aber es war dann so, oder offenbar war es so. Ich habe auch zu Niko noch gesagt, ich glaube, das Tor ist etwas zu hoch auf einer Seite. Aber wir beide haben schon ein Alter, wo man nicht ganz mehr so gut sieht. Aber es wurde dann ja schnell behoben. Denke ich zumindest, ich weiß gar nicht. Ganz hinten eine Frage. Marius Franke von Hitradio FFH, hallo zusammen. Herr Glasner, Kapitän Rode hat eben gesagt, weder Fisch noch Fleisch. Was macht man jetzt mit dem Punkt? Ja, wir nehmen ihn mal mit auf jeden Fall. Also wir schenken ihn nicht mehr her, hoffe ich zumindest, dass Sebastian jetzt niemand den Punkt noch überreicht hat. So gute Gastgeber wollen wir dann auch nicht sein. Nein, ich denke, dass man, es hat hier gespielt, das Sechstplatzierte gegen den Siebtplatzierten, dass dann ein enges Spiel wird, wo beide Mannschaften ja, einen richtigen Fight liefern. Die Mannschaften, die am meisten sprinten und intensive Läufe haben in der Liga, sind aufeinander getroffen. Wolfsburg hat hier schon Mannschaften, die auch um die internationalen Plätze spielen, 5-0 nach Hause geschickt. Also es ist nicht so einfach. Ja, sie hätten gegen Bayern, wo sie zwar verloren haben, eigentlich gewinnen müssen mit den vielen Torchancen, die sie hatten. Es ist nicht so einfach, hier zu spielen. Und deswegen kann ich mit dem Punkt sehr, sehr gut leben. Ich denke, wir alle, und das habe ich schon mal gesagt, müssen auch aufpassen, dass wir nicht denken, wir fahren überall hin, holen uns die drei Punkte im Vorbeigehen ab und das war's. Dafür ist einfach die Bundesliga viel zu ausgeglichen und auch der VfL Wolfsburg viel zu gut. Deswegen nochmal, ich bin völlig im Reinen heute mit diesem Ergebnis, weil ich einfach weiß, wie schwierig es ist, hier mit dem 2-2 nach Hause zu fahren.
In der Mitte Thomas Gassmann von der WAZ. Nico, ganz kurz, der Maxence Lacroix wurde ausgewechselt, irgendwas mit dem Knie. Kannst du da schon sagen, was es sein könnte? Und ärgern dich diese 4 Minuten, wo er 2 Gegentore kassiert, weil die Abwehr so relativ in Unordnung war? Ja, Maxence hat sich, glaube ich, etwas das Knie verdreht. Da müssen wir jetzt abwarten, was morgen bei der Untersuchung rauskommt. Ich denke, das dürfte nicht allzu schlimm sein. Das, was mich mehr geärgert hat, war die Tatsache, dass er Probleme hatte und wir dann den Ball einfach ins Spiel bringen. Da muss ich einfach mal warten, lege ich mich hin, warte, bis der Schiedsrichter die Ärzte reinholt, dann wechseln wir und dann haben wir keine Probleme. Da hatten wir noch die Situation, wo es dann das Abseitstor gab, wo wir dann ja, einen humpelnden Maxence hatten gegen einen Kolomouani. Das war nicht so vernünftig, deswegen, das ärgert mich, die beiden Gegentreffer. Ja, schlecht verteidigt, weil wir einfach Flanken zulassen und den zweiten Ball dann beim Endicker dann nicht richtig verteidigt bekommen. Dass das ein toller Schlag war, wissen wir selbst, das kriegst du auch nicht jeden Tag hin. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir die Eintracht gut verteidigt. Denn das ist schon eine Mannschaft, die viele Chancen kreiert, viele schnelle Spieler hat, viele Tore auch erzielt. Und ja, 2 haben wir kassiert, aber wir haben jetzt nicht allzu viel zugelassen. Ich glaube, dass wir schon von der Anzahl her mehr Chancen hatten als die Eintracht. Herr Glasner, was aber aufgefallen ist, nach dem 2-2 sind Sie eigentlich ziemlich ja, wie ein HB-Männchen, haben sich wahrscheinlich fürchterlich geärgert, dass es wieder ein Standard-Gegentor war. Wird das so ein bisschen Dauerthema werden oder befürchten Sie das? Ich sehe schon, also nee. Wolfsburg ist, glaube ich, eine der gefährlichsten Mannschaften bei Standards. Sie haben einfach tolle Schützen und auch Spieler ja, mit einer guten Wucht. Ich denke, wir haben es sonst ganz gut verteidigt, war jetzt nach den letzten 4 Spielen das erste Standard-Gegentor, ist einfach Teil. Ja. Zwischen 30% und 35% der Tore fallen nach Standardsituationen. Wenn man die letzten jetzt nimmt, dann haben wir hier, sind wir unter Schnitt. Ich habe schon mal gesagt, wenn wir Richtung Schnitt kommen, ist alles okay. Was wir einfach dann, wir haben zu einfache oder zu viele Standards zugelassen, das können wir uns vorwerfen. Und dann, wenn natürlich eine Vielzahl an Ecken und Freistößen kommt, dann kann auch mal was passieren. Da haben wir uns einmal nicht ganz so gut verhalten, weil wir zu langsam geschlossen haben vorne. Und dann haben sie es ausgenutzt. Aber ja, ich denke, dass wir jetzt auch nicht immer auf allem rumreiten müssen. Das ist auch Teil des Fußballs, dass du nach einem Standard ein Tor erzielst oder auch mal eins erhältst. Okay, dann scheint alles beantwortet. Vielen Dank und euch eine gute Rückreise nach Frankfurt. Danke. Tschüss, guten Abend. Ja,